Und damit willkommen zu Let's Play The Walking Dead Season 2. Ja, ich habe mich auf dieses Projekt so lange gefreut. Ich wollte natürlich erstmal die erste Staffel spielen und 400 Days, die ich schon kannte, habe ich ja schon mehrmals gesagt. Aber das jetzt hier, das ist alles komplett blind. Ich habe das wirklich noch gar nicht gespielt. Und wir spielen mit den guten Subs, mit der guten Übersetzung von Schote.biz. Da könnt ihr die downloaden. Das ist echt cool, dass die Jungs und Frauen, wie auch immer, sich da die ganze Arbeit machen und das Spiel übersetzen. Das ist echt super. Und ich würde sagen, wir fangen an mit diesem schönen Spiel von Telltale Games. Also ich gehe davon aus, dass es ein schönes Spiel wird. Episode 1, Season 1 war super, also machen wir jetzt hier. Episode 1 starten. Alles, was bleibt. Spielstand der ersten Staffel importieren. Die zweite Staffel von The Walking Dead basiert auf den Entscheidungen und Konsequenzen aus Staffel 1. Dein System wird nun automatisch nach einem Spielstand aus der ersten Staffel, deren Episoden abgeschlossen wurden, durchsucht. Und, okay. Alles klar. Und die haben einen Spielstand gefunden, das ist super. Das lese ich jetzt hier nicht nochmal ganz vor. Das ist jetzt auch zu viel des Guten. Und hier, da ist, guck, das war mein erster Spielstand, das war 2013. Und das ist der aktuelle, den wir hier spielen. Und ja, Spiel 3. Alles klar, es geht los. Irgendwas ist an der Auflösung anders. What's your name? I'm Clementine. You've been all by yourself through this? Und die Grafik haben sie anscheinend auch ein bisschen aufpoliert. Ein bisschen, glaube ich. It's how the world works now. Lee, are those bad people dead? Also falls ihr die erste Staffel nicht geguckt habt, könnt ihr nochmal hier super sehen, was so ungefähr passiert ist, so ganz grob. Aber es wäre auf jeden Fall empfehlenswert, wenn ihr euch die erste Staffel reinzieht. Das bedeutet, es muss sein, wo meine Mom und Dad sind. Okay, du kannst kommen, aber du musst promise to stay quiet. Clementine? Clementine! No. No. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. We, I saw my parents. Und das ist das traurige Ende. You can leave me. It's okay. You can come with me. No, honey. I can't. Müssen wir das Ende noch mal durchleben? Alter, das ist, ich bin einfach so gespannt, weil ich wirklich nicht weiß, was passiert. Das macht mich gerade wie so glücklich wie so ein kleines Kind, weil ich habe so lange vor mir hergeschoben. Irgendwie, aber jetzt freue ich mich, dass ich dieses Projekt endlich anfange. Und da sind wir weg. Das heißt, Lee, unser alter Hauptcharakter, wird nicht mehr sein. Wir werden mit einem anderen Charakter spielen und das werden wir jetzt sehen, wer das ist. Ich weiß natürlich schon, Telltale Games präsentiert. In Zusammenarbeit mit Skybound Entertainment und übersetzt von Schote BIZ, wie ihr da unten gesehen habt. Immer schön auschecken die Seite. Da gibt es auch einige Übersetzungen zu anderen Spielen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und wir spielen wohl Clementine, das süße kleine Mädchen aus Staffel 1. Das sich so ins Herz geschlossen hat, das glaubt ihr gar nicht. Alles, was bleibt. Episode 1. What do you think? Und sie hat Omid und Krista gefunden. Nice. I am. We are not doing that. Why not? Because. Ah, das ist hier die, das der Dingens hier. What's wrong with Omid? Der Rastplatz, den kennen wir doch vom DLC. One of you is enough. Clementine, a little help. Oh, die ist ja schwanger. Omid the Oh, alles neu hier. Omid Junior. No. You have to admit it doesn't ring to it. Omid ist ein schöner Name, würde ich sagen. Omid is a good name. I like it. Thank you, Clementine. Die Grafik ist echt besser geworden. Because I'm always right. Wenigstens Leute aus unserer alten Gruppe. Das ist schon mal schön, dass die die Clementine aufgenommen haben. Aber dass sie schwanger ist, flasht mich gerade. Especially little Omid's future. Keep talking, and you'll be sleeping in the rain tonight. Remember that time in Barstow? Vegas weekend?
Oh, Vegas wäre ja, wär ich auch gerne mal, muss ich zugeben. War leider noch nie in Amerika. Cleaned up in the girls' room, Clem. I hope the sink works in there. I wouldn't count on it. Just be careful and make sure to keep track of your things. We'll be right next door. Alles klar. Aber die Krista ist in eine Männertoilette gelaufen. Warum dies? Das ist eine gute Frage. Hello? Das hat sich aber ordentlich verändert, du. Kontrolliere, ob die Toiletten sicher sind. Benutze WASD, um zu gehen und die Maus, um dich umzusehen. Es fühlt sich alles ein bisschen anders an, aber irgendwie ist es doch ziemlich ähnlich. Ich werde aber reinkommen. Wir gucken jetzt uns jetzt erstmal hier die schönen Toiletten an. Und gib es denn da? Bah! Die wird aber hinterlassen. Ja, das denke ich mir auch. Ist sonst noch irgendwas? Nö. Boah, ich bin gerade wie so ein kleines Kind, das flasht mich einfach so, dass wir dieses Season 2 endlich spielen. So lange gewartet auf dieses Spiel. Und dann, ich habe halt auch ehrlich gesagt ein bisschen gewartet, bis die günstiger wurde. Obwohl sie eigentlich ja recht günstig schon war, aber ich hatte sie mir dann irgendwann mal bei einem Sale gekauft, hier für Season 2 hier. Wo Steam halt so irgendwie Weihnachts-Sale hatte oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und ja... War einfach super. Ich finde diese Steam-Sales eh immer super. Der gute Herr Gaben macht da was ganz Gutes hier. Die Frage ist, wann kommt Season 3 raus? Das weiß ich noch gar nicht. Muss ich mich mal informieren drüber. Jo, dann gucken wir mal, ob wir ein bisschen Wasser bekommen. Aber das Spiel, das sieht auch super aus irgendwie. Hat sich nicht so viel verändert, aber sieht irgendwie stimmig aus. Die Grafik. Wasserhahn. Vielleicht kommt da was raus. Wir können ja mal gucken, Clementine. Naja, eine Apokalypse wäre das auch ein Wunder gewesen, wenn hier noch eine ordentliche Wasserversorgung zur Verfügung steht. Das wäre einfach viel zu... Naja, nice. Aber wir haben hier ein bisschen Wasser anscheinend. Damit wir uns ein bisschen sauber machen können. Aber es ist auch mal was komplett anderes... Ein kleines Kind zu spielen, als immer den starken Lee. Jetzt haben wir wirklich mal ein kleines Mädchen, was... Aber es kann sich wahrscheinlich schon sogar wehren. Wir wurden ja von Lee trainiert in der ersten Staffel. Also, das könnte schon mal gut ausgehen. Warum gehe ich hier eigentlich nochmal rein? Hier war ich ja schon drin. Aber ich kann trotzdem nochmal alle drei aufmachen. Machen wir einfach nochmal alle drei auf. Just for the... Ach, da unten ist sie. Jetzt ist sie natürlich wahrscheinlich leer. Oh. Wer ist das? Eine Fremde. Die Person kennen wir eindeutig nicht. Und wir müssen echt aufpassen vor Strangern. Da haben wir schon einiges erlebt in Staffel 1. Die Kannibalen, den Verrückten in der letzten Staffel. Also, da kann man nicht vorsichtig genug sein bei dem Ganzen hier. Und die geht in meine Tasche. Das ist meine. Clementine, aufpassen. Bitte keine Schreckszene, ich verstehe, ich halte das nicht aus. Hallo. I see you. Das sehe ich auch, ich sehe dich auch. Schweigen ist auch eine Option, wer bist du? Das ist meine Waffe. Come on out now. Das ist meine Waffe. That's my gun. It's mine now. Give it back. Why should I? Weil das meine ist. Get out here. Wir sind ein kleines Mädchen und du klaust uns hier unsere schöne Waffe. Was fällt dir eigentlich ein, liebe Unbekannte? Come on, let's see. Das ist alles, was ich habe. No, that's all I have. That's it? How'd you make it this long? I'm serious. What else you got? That's it. Don't lie to me. I'll pop you. Ist das für eine kranke Person? I'm not screwing around. Come on. Ich hab doch nichts mehr. Wie oft soll ich dir das denn noch sagen? Anything. Give me that hat. No. Where'd you get it?
I asked you a question. Mein Papa gab sie mir. Wir sind ehrlich. My dad gave it to me. Just give it to me. Dann knall uns halt ab. Mann, ein kleines Kind. Look at all this junk. Hoffentlich kommen Omid und Krista uns jetzt zur Hilfe. Why you ain't got nothing good? Not like the last people I got. They had all kinds of good shit. Omid, wir brauchen jetzt deine Hilfe. You ain't got nothing good. You're just a little fish. You gonna cry, little fish? Omid, das machst du, das machst du. This your daddy? What a bozo. Also, Omid. Nee, oder? Nicht schon in der ersten Episode. In der ersten Episode. Nein. Er hat doch eine Familie. Oh Mann. Warum denn gleich in der ersten Episode? Das macht mich jetzt schon wieder. Du blöde Kuh, dafür wirst du bezahlen. Aber wer Omid war fast dran, Mann. I didn't mean to. Ja, das wolltest du nicht. Da kommst du nicht mehr raus. I didn't mean. Das hast du davon, du blöde Kuh. Alter, warum muss denn direkt in den ersten Minuten so abgehen? Meine Güte! Warum war ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet? Ich dachte, ich spiele jetzt das hier chillig. Und jetzt wird einfach einer der Hauptcharaktere ausgeschmissen. Einer von der alten Staffel. Und jetzt ist nur noch Krista übrig. Scheiße! Und wir sind, ich will nicht sagen, wir sind schuld, aber was hatten wir denn für eine Wahl? Wir sind ein kleines Kind. Fuck, man. The Walking Dead. Ja, geht hier direkt los. Ohne Vorwarnung. Oh, Omid. Du lässt zwei Kinder quasi zurück, ein Baby und mich. 16 Monate schon. Ah. Wir sind mal mit Krista zusammen. Aber, oh Gott, Kristas Baby. Wahrscheinlich hat Krista das Baby verloren. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Aber wie schön das gezeichnet ist. Beziehungsweise gemacht wurde. Es sieht einfach so super aus, diese Comic-Grafik. Aber Clementine wird auch langsam älter, wie wir das hier sehen, oder? Look at this. It's pathetic. The wood's too wet to burn. It's more smoke than flame. Ist okay, ich kann warten, bis es weiter. Es ist okay, ich kann warten. It's okay. I can wait. All we do is wait. And for what? You should be doing this, not me. Tending a fire, so you can cook. Ja, dann mussten die auch, dann musste die auch den Omid nicht ausschalten, ne, in den Kopf schießen, sonst wäre er zurückgekommen. Also, das haben wir jetzt nicht gesehen, aber es ist wahrscheinlich so gelaufen. Wir brauchen eine Gruppe. Omid wollte mir es mir beibringen. Wir brauchen eine Gruppe. We need to find a group. People we can trust. We've been on our own for too long. Trust? You think you can trust someone out here? Not now. Oh Mann, die alte Gruppe von damals. Das war einfach so eine super Gruppe. Okay, nicht alle davon. Larry bestimmt nicht, aber... You think this is bad? Und Lily auch nicht. Wait till we get up to Wellington. Aber Kenny. Talk to me about Cole. Wen gab's noch? Doug. So gute Charaktere. We still have a couple hard months ahead of us. This rain will turn to sleet. Then ice. Then snow. Natürlich auch ordentlich im Winter. Wir wollen anscheinend nach Wellington oder so, ich weiß es nicht. Ist es in Wellington sicher, liebe Krista? Safer than here because of the cold, or so they say. We just need to keep moving north. Was kochen wir da eigentlich? Ist das eine Katze oder ist das hier ein... Oh, ich weiß. Ich vermisse Lee. Ja, ich vermisse auch Lee, liebe Clementine. I miss Lee. I'm sure you do.
Nee, unser guter Lee. I'm gonna go look for more wood. You just keep the fire lit. Na, die ist auch langsam echt verbittert. Ich meine, schwanger, verliert ihren Mann, verliert wahrscheinlich ihr Kind. Also, sieht nicht aus, als hätte sie das Kind wirklich, als hätte sie es bekommen können. Wahrscheinlich eine Fehlgeburt bei dem schlechtem Essen und was weiß ich, Wetterbedingungen. Da kann man halt einfach nicht ein Kind richtig aufziehen. Ich nehme das Feuerzeug, um das Feuer neu anzuzünden. Hier haben wir das Foto vom Lee wahrscheinlich. Lee. Eine Zeichnung. Ich glaube, die kennen wir auch aus dem Haus, oder? Ah, das ist die von dem Duck. Und hier ist das Feuerzeug. Machen wir mal lieber das Feuer, sonst wird die gute Krista sauer. Wir kennen sie ja, wenn sie sauer wird. Die ist immer sehr zickig gewesen. Ist aber ansonsten noch irgendwas zu gucken? Das Feuer sieht nicht mehr sehr an aus. Es ist aber auch scheiß nass hier draußen. Wie soll man da ordentlich ein Feuer anmachen? Das ist ein Kaninchen, glaube ich. Wenn ich da mich jetzt recht entsinne. So, das müssen wir jetzt auch hier eigenständig machen. Drücke und halte die linke Maustaste, um das Feuerzeug anzuzünden. Das Feuerzeug? Jetzt habe ich das nicht mehr gelesen. Und jetzt? Ah, muss ich D drücken. Und jetzt schmeißt das da rein, Clementine. Ich weiß nicht, ob man so gut was anzünden kann in echt, aber das passt schon. Better, but still not enough. The flames are too low. Da müssen wir ein bisschen Luft machen, glaube ich. Kennzeichen. Kennzeichen? Von wem? This won't burn. Das glaube ich auch. Hier ist halt alles auf Peach und nass. Wie sollen wir denn da hier jetzt irgendwas zum Brennen finden? Wir könnten unseren Rucksack reinwerfen. Aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Was ist das da hinten? Eine zerrissene Jacke. Damit könnten wir arbeiten. Gucken wir uns mal an. Doch, da... Also, aber an sich wird das gut brennen. So Wolle, glaube ich. Holzklotz. Aber das Ding... Na, das brennt, aber das ist doch auch pitschenass. Was ist das überhaupt? Gucken wir mal. Wie Clementine. This will never cook. Dann essen wir es halt roh. Ja, ich möchte das Feuer. Kann ich das jetzt hier nicht reinlegen? Ach, da muss ich da. Aha, so haben die das gemacht. Wir gucken aber erstmal da drauf. Ich will hier alles erforschen. Wir haben das auch in der ersten Staffel versucht, so alles zu erforschen. Kann sein, dass es dadurch, dass ich es halt schon mal gespielt habe, ein bisschen schneller vonstatten gegangen ist. Aber ich glaube, ich habe es trotzdem gut versucht gehabt. So. Dann leg das gute Stück mal rein. Holst du das jetzt aus deiner Hosentasche oder was? Dieses Foto, ne, das. Den legen wir da rein. Ich will das nicht verbrennen. Wenn, verbrenne ich Ducks Bild, aber nicht dieses Foto. Oh nö, da geht... Oh nö, bitte nicht auch noch Krista. Ich hab, wir haben doch schon noch Miet verloren. Alter, wenn wir jetzt hier ganz alleine... Nee, bitte nicht Krista. Bitte sag es nicht. Überall diese Menschen. Natürlich. Where's the rest of your group? I'm by myself. Bullshit. She's lying. Cut the shit, lady. It's just me. Ablenken. Come on, guys. She's not saying. You expect us to believe you're out here all alone? What the Krista, fuck? Krista, run! Hey. Ja, vielleicht schafft sie es.
Vielleicht, oh, bitte, Christa, bitte, hast du es geschafft. Wir wollen hier nicht alleine rumlaufen. Allein wäre das ja auch irgendwie ein bisschen schade, ne? Da gehen wir jetzt rüber. Scheiße. Boah, das ist ja hier actionreich. Boah, da kam ein Walker. Und da gehen wir jetzt zur Seite. Und jetzt gibt's aber eine. Wir sind wendig als Clementine hier. Wendiger als Sally damals. Wir können uns auch verteidigen. Kuh. Das sieht jetzt anders aus als früher. Alter, Clementine. Du hast dich entwickelt. Jetzt geht's hier aber auf die Schnitze. Oh Gott. Halt dich hier fest. Wir sind stärker als du. Aber anscheinend auch nicht. Da kommt auch schon der gute Walker. Hallo. Hallo, lieber Walker. Sind wir mal ordentlich gegasen. Oh. Du kriegst keinen Kurs von uns. Wir sind noch ein kleines Kind. Boah. Hier geht's einfach schon richtig zur Sache, ne? Selbst schuld. Boah, das ist hier echt schnell. Runter! Und jetzt sind wir im Wasser gelandet. Ich hoffe, du kannst schwimmen, Clementine. Oh, Wildwasser. Aber ich würde sagen, wie es weitergeht hier in The Walking Dead Season 2, das erfahrt ihr leider erst im nächsten Part. Tut mir leid, liebe Leute. Und wir sehen uns.